Guardian's alien transponder. You've made it in time. Seht ihr eigentlich eure Charaktere oder seht ihr meinen Charakter? Ich sehe deinen. Ja, passt schon. Teufelchen ist schön gemacht. Die ist süß, ne? Mhm, hast du gut gemacht. Jetzt sehe ich mich. Ja. Ich stehe auch privater Dialog dran. Oh, und ich bin auf so eine Armbrust gefallen, Alter. Ich muss ja ein gebrochenes Rückgrat haben. Ah, warte mal, privater Dialog, vielleicht meinen die damit, dass du deinen Charakter bloß siehst? Nee, privater Dialog heißt, dass die anderen nicht reingucken können. Ich würde mich, ihr habt jetzt wahrscheinlich auch dich nach Verletzungen untersuchen oder dich orientieren, wo du gelandet bist. Ja. Ich orientiere mich. Chaos of the crash site confuses the landscape. You'll need to find a settlement or landmark, and you'll need to do it quickly. The tadpole is a death sentence, and the clock is ticking. You need a cure. Okay, jetzt bin ich hier. Okay. Ja, Heixen ist nicht da. Heixen ist leider erkrankt. Wir wünschen ihm gute Besserung, aber wir haben das schon mal so eingestellt, dass Alice mal jetzt die beiden Charaktere nimmt. Und ich nehme dann den nächsten, der kommt. So, wir sind abgestürzt. Es sieht super geil aus. Hier gibt es einen Tentakelarm von dem Schiff. Wir hatten die Abstürzerung, genau. Und hier gibt es auch noch einen Tentakelarm. Und wir sind jetzt hier. Ach, da liegt auch noch ein Stück. Genau, so sieht es jetzt bei uns aus. Und, ja. Hier vorne liegt jemand. Da gehen wir mal hin. Ach, da liegt Loot. Nee, der wartet jetzt. Den hast du schon. Ja, wollen wir sie aufwecken? Wir können nach dem Artefakt greifen, was ich nicht möchte eigentlich, und wir können weggehen. Ich weiß leider nicht, was passiert. Ich habe das Singleplayer habe ich auch nicht gemacht. Du hast es auch nicht gemacht? Ich habe es in einem YouTube-Video schon gesehen, was passiert, aber deswegen, ich mache sie aufwecken. Ich bin schon ein bisschen gespoilert, ich habe privat auch schon ein bisschen gespielt. Könnt ihr alles auf Twitch nachverfolgen, wenn ihr da Bock drauf habt. Ja. I remember the ship. I remember falling. Then nothing. Was ist los? First things first. We need supplies, shelter, and most of all a healer. We might have escaped, but we still have these little monsters in our heads. Wir wollen zusammenbleiben? We need each other.
And we both know what's at stake. Can't think of better company. Okay, Attacke. Ja, schön, brennen wir auf, ne? Abfahrt. Abfahrt. I wanted to thank you again. Ja, for freeing me. It would have been all too easy for you to run right past my pod. But you didn't. I'll remember that. Lead the way. Ja, mach ich. Sehr gern. Haben wir noch was? Ja, ich hab Level Up. Ach ja, wir haben alle ein Level Up. Ich mach mal Schattenherz zuerst. Machen wir mal kurz Level Up. Ich kann bei dir, glaube ich, gar nicht reingucken, was du dann machst, ne? Ja, das ist natürlich das Ding. Also lassen wir dir Level Ups für Heixen jetzt übrig, damit er das machen kann? Das ist ja immerhin sein Charakter. Ich hab auch gefragt, das jetzt. Also es wäre fair, ja. Ist sein Charakter, aber dann kommen wir mit unserem Charakter halt auch nicht voran. Also es ist ein bisschen... Aber das wusste er, ja. Also ja, er ist krank, aber... Das Level hatten wir eigentlich schon gemacht, ne? Ja, aber ich weiß nicht mehr, worauf der das nicht gemacht mehr, was hat. So, ich lasse das so, wie es ist. Die ist ganz gut so, wie es ist. Und jetzt hier. Genau, ich weiß auch nicht mehr, was ich gemacht habe. Wir waren nämlich schon mal so weit. Ich konnte gar nichts machen. Wir waren nämlich schon mal so weit und dann... Was habe ich denn da? Aber Platz... Punkte 2? Achso, weil ich so komisch bin, ne? Ich weiß gar nicht mehr, was ich kann. Was bin ich denn überhaupt? Ich bin Magier, ne? Ihr bist ein Zauberer. Ach nee, ich bin Zauberer. Ja, was ist denn cool? Donnerwoge hatten wir, glaube ich. Ich weiß gar nicht, was ich kann. Moment, wir müssen mal kurz gucken, was kann ich denn? Ich kann chromatische Kugel und ich kann das Eismesser. Huch, jetzt habe ich den Charakterdings abgebrochen. Mehr kann ich nicht? Goldstöße bei Noxi reinschieben von Hexen. Achso, und Aktionen haben wir hier. Ich lerne Zauberpunkt erzeugen und Zauberplatz erzeugen. Zauberpunkte sind die da, ne? Ich weiß noch nicht so ganz, wofür das da ist. Hier, Noxi kriegt noch Geld, Kleingeld. Ich würde... Nee, Sprung nicht. Temporäre Trefferpunkte sind eigentlich ganz geil. Aber ich würde gern was Angreifendes haben. Magisches Geschoss ist, glaube ich, auch ganz cool. Und ja, Donner... Ach so, Donnerwoge ist ein Nahkampf, ne? Magisches Geschoss ist, also da kann nichts im Weg sein, das sucht sich seinen Weg. Ah. Also das war nicht schlecht. Weiß gar nicht, was ich das letzte, ich glaube Strahl der Übelkeit habe ich das letzte Mal genommen. Aber ich glaube, ich würde mich tatsächlich jetzt auch für magisches Geschoss entscheiden. Und passive Klassenwerte. So, jetzt ist nochmal die Frage. Okay, passive Merkmale, das gewechselt werden kann. Verbündete sind bei Rettungswürfen gegen Zaubern. Die Rettungswürfe erfordern automatisch im Vorteil. Ja, was interessiert mich von das Elend? Erhöht die Reichweite von Zaubern um 50%. Nahkampfzauber erhalten eine Reichweite von 9 Metern. Okay, das ist krass. Doppelt so weit? Ne, 50% mehr? Das heißt ja auch nochmal 9 Meter mehr. Die Dauer von Zuständen beschworener Kreaturen und Oberflächen durch Zauber wird verdoppelt. Und Zauber, die nur auf eine Kreatur zielen, können noch auf eine zusätzliche Kreatur zielen. Kosten einen Zauberpunkt pro Grad des verwendeten Zauberplatzes. Also ich kann einen Zauber doppelt wirken, sozusagen. Ich kann zweimal zaubern. Nee, das hattest du nicht. Ich glaube, du hattest vorsichtig oder weitreichend. Ich weiß gar nicht mehr, was ich hatte. Vorsichtig. Keine Projektile verschieben, müssen die Ziele sehen nahe gegenüber. So, vorsichtig ist, Verbündete sind bei Rettungswürfen gegen Zauber. Die Rettungswürfe erfordern automatisch im Vorteil. Kostet einen Zauberpunkt pro Zauber. Hä, kostet das auch einen Zauberpunkt? Ach, das kostet einen Zauberpunkt. Nee, das habe ich auf jeden Fall genommen. Pro Grad des verwendeten Zauberplatzes. Zaubertricks können ebenfalls einen Zauberpunkt. Was ist das für ein komischer Satz? Zaubertricks können ebenfalls einen Zauberpunkt. Zaubertricks kosten ebenfalls einen Zauberpunkt. Achso, ja. Ja. Wenn man lesen kann, ist mein kleiner Vorteil. Bei Zaubern, nee, die keine... das hast du, glaube ich, nicht genommen, weil das halt dumm ist, wenn die Zaubertricks dann Platz kosten. Nee, die kosten einen Zauberpunkt, nicht einen Zauberplatz. Ja, aber das ist ja voll dumm, wenn die einen Punkt kosten. Warum? Ja, weil du hast ja nur begrenzte Punkte. Ja, und? Ja, aber die Zaubertricks kosten ja eigentlich gar nichts. Ja, aber ich kann dann zwei gleichzeitig wirken. Wenn ich einen Zauberpunkt ausgebe. Es gibt einen Unterschied zwischen Zauberpunkt und Zauberplatz. Zauberplatz sind die, die du halt
Ja, genau, ne? Aber den Punkt, den musst du halt immer eine lange Rast, dass du wieder einen bekommst. Ja, ist egal. Das war weitreichend. Erhöht die Reichweite von Zaubern. Ist eigentlich auch stark. Ich glaube, da hat es tatsächlich das. Ich glaube, ich hatte weitreichend und ich glaube, ich hatte gespiegelter Zauber. Die Dauer von Zuständen, beschworenen Kreaturen und Oberflächen. Vorsichtiger Zauber, da habe ich sicherlich gesagt, das interessiert mich fremdes Elend und ich hatte hundertprozentig das. Ist ja auch egal, ich nehme das jetzt. Also fremdes Elend hast du als so gesagt, ist richtig. Huch, jetzt habe ich schon wieder abgebrochen. Mann, ich wollte nur aus dem Menü raus. Okay. Machen wir das nochmal, damit jetzt auch der Letzte verstanden hat, wie das hier funktioniert. Du könntest abbrechen. Ja, wenn du Escape drückst. Ich wollte mit Escape bloß aus dem Menü raus. Ich kann mal bei Hexen reingucken. Dann kann ich ja mal reingucken. Ne? Ja, du kannst es abbrechen. So, weitreichend und gespiegelt. So, Attacke. Guck mal rein. Ich mache hier schon mal das Holzfass auf. Achso, ja, bei Hexen gibt es nichts zum Auswählen. Ja, achso, gar nichts? Ach ja, er ist Schurken. Willst du einen Zaubererhut haben? Ich hab einen Zaubererhut nicht. Den hast du mir letztes Mal schon erkannt. Nee, bei Hexen, der kriegt jetzt nur verbessertes Verstecken und verbessertes Rückzug und Springen, aber der kriegt nichts weiter. Und Leben halt. Okay. Also da kann ich es aussuchen, also kann ich das eigentlich machen, oder? Ja, dann mach das. Wenn er nichts zum Aussuchen hat, dann können wir es ja machen, ist ja egal. Aber das ist ja blöd, wenn man jetzt mit dir... Gut, der hat schon 17 Leben, aber... Ja, weil ich ihn jetzt aufgelevelt habe. Achso, das ist schon durch. Der Pforte der C. Rezept freigeschaltet. Suspension aus Meergras. Also sehe schon, Doxy lootet hier. Ja, ich hab hier mal... Ich zerschlag hier jetzt Fässer. Okay. Geh ein bisschen singen. Geh nicht singen. Kann ich irgendwie Gesten machen? Warte mal, kann ich den Rucksack noch untersuchen mit Rechtsklick? Ja. Fischeimer leer. Und zwar, der wiegt nämlich... Also, pass auf. Wenn ich einen Rucksack mitnehme, ich kann ihn nämlich aufheben. Ich glaube, Inventar... Dann kann ich den nämlich benutzen. Dann kann ich den öffnen. Und dann kann ich da Sachen reinmachen. Wie zum Beispiel den Achat und den Topaz und Jade. Ich hab auch so einen. Ich pack da Steine, oder? Pack da alle Tränke rein. Onyx kommt da... Rein. Hast du noch einen Stein? Nee, wa? Du hast nur einen Kupferring. Ich hab mythische Runen. Nee, die will ich nicht. Sind das auch Steine? Kann ich das auch so einfach? Ja. Hier ist noch eine Jade. Das habe ich nämlich rausgefunden, dass man die einfach mitnehmen kann und dann ist, hier, dann kannst du den Stein auch haben. Hier, bitteschön. So, die hier kriegt die Waffen, alles, was ich nicht schleppen will. Und die stachelige Kugel. Und, ja. Hier kriegt all den ganzen Schwund, den wir nicht wollen. Die Gehirne haben. Na, die kann auch Hexen behalten. Hier, gib ihm das. Und jetzt ihn besser. Sehr schön. Was hast du da für einen Zauber? Was hat sie denn da für einen Zauber? Schriftrolle Gedanken wahrnehmen hat sie. Der fängt sie an. Können wir damit was machen? Ja, aber du kannst die ihr klauen und dann kannst du die im Dialog benutzen. Aha, im Dialog kann man die benutzen? Ja, im Dialog. Ja, dann nehme ich die. Achso, hast du mir schon. Ja, seht ihr, so schnell geht das. Sehe ich das hier eigentlich im Protokoll? Nee. Oh, das sind meine Kurzschwerter. Ich bin hier der Waffenmeister. Ja, ja, nimm alles, was du möchtest. Hier, ich lasse dir auch die Fischerin übrig und sammle ein paar Pflanzen. Ja, aber die Fischerin... Nee, hallo, die... Achso, nee, guck mal hier, der Typ hat einen Brief für dich. Wer hat einen Brief? Der hat einen Brief, den musst du lesen. Ich dachte, den hast du gelootet. Nee, hab ich nur reingeguckt, dann hab ich gesehen, dass der einen Brief hat. Aha, parfümiert. Ja. Okay, schauen wir mal rein. Was will der von uns? Lesen. Ich liebe dich. Oh Gott, das Willen. In Liebe, deine Anna. Ich lasse das mal kurz offen. Wir schaffen das schon. Naja. Ihr habt eine Vorstellung davon, was passiert ist, oder? Hast du die Fässer gemacht? Oh, nee, ich habe in den Achievements gesehen, man kann als Barde mit Musizieren Geld verdienen. Aha, das ist ja krank. Er ist richtig krank. Ist ein Fisch drin und ein Eimer. Das ist ein altes Siegel. Tatsch ich mal an. Es geht die Karte auf, ist ein Teleportpunkt. So, wir könnten jetzt. Ja, hier mal klopfen gehen, oder? Die Tür ist ja verschlossen, ne? Ja, ich würde mir aber erst umgucken. Ich würde erst mal klopfen. Na, ja, Heixen hat ja Diebeswerkzeug. Ja.
Wir könnten die Tiere auf... Ja, ich würde mich aber erst umgucken, weil ich würde erst den Progress machen, den wir letztes Mal auch schon hatten. Okay. Hier ist noch eine Blume. Bella Baum noch. Sind wir hier lang? Ja, sie sind irgendwo lang. Noxi geht einfach mal vor. Ich gehe mal vor. Noxi geht vor. Kann ich sagen, ich will... Oh, Taschendiebstahl bei Noxi, das finde ich nicht. Nein, gut. Das wollen wir nicht machen. Ach, da liegt noch eine Leiche, ich habe eine vergessen. Nimm den mal mit. Oh, da hinten. Ja. Und hier ist noch ein zerfleischter Fischer, den nehme ich auch mit. Der hat gar nichts dabei. Doch, hat er. Bei Gold der und, Kollege achso. Hier hinten hatte gar nichts dabei. Oh, hier ist noch ein Diebeswerkzeug, das reiche ich dir mal hier rüber. Sag, bitteschön. So, dann gucken wir mal, was hier oben abgeht. Ja, mach mal, guck mal. Mach mal Auge. Wir wissen ja schon, was hier... Kann, warte mal, jetzt dürfte ich doch den auch treffen, oder? Ich habe doch erhöhte Reichweite. Ich kann doch jetzt eigentlich länger. Ich kann doch bis da hinten schießen. Aber der hat meinen Kreis jetzt nicht angepasst. Aber ich kann jetzt... Die sind bösartig. Wir machen das jetzt, ne? Greif den jetzt an. Hä, ich bin gelaufen. Ich denke, ich habe erhöhte Reichweite. Weitreichender Zauber. Du stand da nur für Nahkampf. Ah, ich muss da... Ach, ich muss das hier vorher auswählen, oder was? Haben wir jetzt einen Bogen genommen, weil Heixen hatte einen Bogen über. Das ist auch schon meine Aktion automatisch gewesen. Habe ich eine Bonusaktion? Ich habe keine Bonusaktion, ne? Ich kann mit Bonusaktion... Achso, und ich habe rausgefunden, man kann das anordnen hier. Das ist auch sehr nice. Achso, jetzt bin... Ich bin ja gerade auf ein Heixen. Jetzt haben wir die überfallen. Wir haben die. Ich wollte ja... Achso, aber wenn ich den Vorteil gegen das Ziel sehe. So, Zauberplatz klar. Erzeugen und ich kann Zauberpunkte erzeugen. Verwende Zauberplätze, um zaubereigene Punkte zu erhalten. Und verbrauche Zauberpunkte, um einen Zauberplatz. Okay, ich kann traden miteinander. Ich kann Zauberplätze gegen Punkte tauschen und Zauberpunkte gegen Plätze. Noxi, du musst deinen Zug noch beenden. Ja, ich gehe aber noch ein Stück zurück, damit mich das Gehirn nicht frisst. Ja, versteck dich hinter Hex. Ja, der wäre nämlich reingekommen. Seht ihr? Er kriegt jetzt voll von mir eine rein hier. Ach so, hier meine Tante. Wo ist denn die da hinten? Soll die das... Wann ist denn der dran? Nee, da kommt vorher noch jemand. Der ist fast benommen. Tot. Der ist sowieso erstmal benommen. Was macht denn benommen? Was kostet ein Zauberplatz? Ich muss das mal anders ordnen hier. Das finde ich voll blöd, wie das immer gemacht ist. Achso, ich gehe sowieso eins höher. Dann kann ich nämlich die Heilzauber so machen. Da kommt noch was dazu. Was geht dahin? Das ist Untote vertreiben. Das ist so ihre Klassenfähigkeit. So, das ist eine Bonusaktion. Die kommt mal nach unten. Hier haben wir eine normale Aktion mit Zauberplatz. Hier haben wir eine normale Aktion ohne Zauberplatz. Zack. Aktion, das ist Bonusaktion. Achso. Na, das kann aber da oben bleiben. Ne, das machen wir mal. Wir machen mal hier die Heilreihe. Segen von irgendwas. Personen bezaubern, ist das da? Das ist Schaden zufügen, Aktion Zauberplatz. Bonusaktion. Aktion. Zauberplatz. Oh, so rum. So, dann macht sie jetzt heilige Flamme. 1 bis 8. Bitte? Mach mal. Meinst du, es trifft nicht? Keine Ahnung, irgendwie Singleplayer trifft es. 7 Schaden, klar. Ja, genau. So, und dann könnte ich mit einer... Achso, nee, Bonusaktion mache ich jetzt nicht. Ich könnte... jetzt hier an das Gehirn ranlaufen und das schubsen. Ja, okay. Schubst mal das Gehirn. Weg mit dir. Böses Gehirn. Aus! Aus, abgefackelt. So, machst du den vorn, ich mach den hinten? Ach, was ist mit dem linken passiert? Der ist abgefackelt. Oh, schade. Der schießt jetzt ein Pfeil auf, obwohl ich kann auf den vorderen boxen mit dem Schwert. Ja, dann mach ich das.
Du gehst auf den hinteren. Ja, ich würde dem... Achso, Knochenkälte macht auch Schaden, ja. Ich würde Knochenkälte mal kurz zeigen hier. Zack, weg damit. Ich hab gewonnen. So, hier... sag doch was. Ich dachte, jetzt kommt's. Ich mache einen Attentat auf Noxy. Ja, bitte nicht. Willst du die Truhe oben machen? Hier gibt's eine Truhe oben. Und ich gehe mal hier hoch. Oh, Gift. Oh, ich kann mein Schwert mit Gift überziehen. Das ist sehr praktisch. So, jetzt gucken wir mal kurz nach Waffen. Achso, ja, das ist ein bisschen merkwürdig. Die hat jetzt hier 2 bis 7 und könnte 2 bis 9 haben, aber ich glaube, Heixen... Achso, Heixen hat 2 Schwerter, hat er 2 Waffenkampf, ja? Ist das sinnvoll? Du musst nicht 2 Waffen aber lernen. Also kann. Du kannst immer... Ja, aber dann steht da, er ist ungeübt, oder? Ja, hier steht sogar... Achso, er ist sogar ungeübt mit Kriegswaffen oder Krummsäbeln, das ist total doof. Jetzt bist du. Achso. Ja, weil das ist so verwirrend, ich kann ihn nicht anklicken. Nee, sie. Weil wenn er ungeübt ist, sollte er das nicht tun, weil er dann, ich glaube, manche Aktionen nicht einsetzen kann. Er ist ungeübt, also drücke ich ihm jetzt lieber ein zweites Kurzschwert in die Hand. Beziehungsweise ein Rapier. Wie sieht's denn mit dem Rapier aus, was ich hier habe? Ich mache das mal unten in Dings rein. Das ist 2 bis 9. Ansonsten würde ich das hier... Das kann er. Schattenherz. Kann er dann... Wenn es besser ist, dann gib ihm das. Aber der kann nicht damit dual-wielden. Was kann er? Nicht zwei Hand dann machen mit dem. Na, ansonsten gibt es hier Schattenherz. Das geht auch. So, die hat 2 bis 7. Haben wir was Besseres als 2 bis 7? Nee. Vielleicht findet Hikes das ja auch. Ja, aber Schattenherz, die war... Was konnte? Die konnte gut mit Speeren kämpfen. Hä, jetzt ist sie ungeübt? Ich hab doch gerade geguckt. Hä, sie ist jetzt auch ungeübt? Hat's doch gerade schon mal... Na gut, dann macht sie das. Du bist geübt, glaube ich, mit Rapier. Ich? Ja. Nee. Ich kann nur Stäbe, Dolche und Armbrüste. Ja... Shadowheart ist mit Speeren, Piken, Hellbarden und Gleven. Hat mir nicht auch einen Eimer? Hier hast du noch einen Eimer. Das heißt, eigentlich müssen wir einen Speer suchen oder so, und dann kann sie das Schild und den Speer halten oder so. Silbermedaillon verkaufen wir, wa? Ja. Keine Ahnung. Ja, es ist Schmutz. Ich würde gern die Geige spielen, aber ich kann nicht. Ich lasse das einfach so. Obwohl, hier so Wurfsachen kann sie haben. Ich bin im Umgang mit Musik. Wie übe ich denn den Umgang mit einem Musikinstrument? Gar nicht. Doch, ich würde es gerne üben. Ja, aber es geht nicht. So, na dann, Attacke, was gibt's hier? Intellektverschlinger. Schauen wir mal. Hat nix. Warte doch auf mich. Ja, komme. Hier ist ein abgeschlossener Koffer. Mach mal den Koffer auf. Ja. Sollen wir den aufmachen? Ja, mach mal auf. Moment, dann den hier nehmen. Moment. Und wir kriegen, du kriegst göttliche Fügung, ne? Weil, göttliche Führung. Obwohl, ist das nur... Nee, bei jedem. Das Ziel erhält einen Bonus auf einen vierseitigen Würfel, auf Attributswürfe. Und ich glaube, das müsste dann ein Geschicklichkeitsattributwurf sein. Und dann kann er sich automatisch einen Vorteil holen. Ich sage jetzt Schloss knacken. Ja? Ah, nee, kann ich nicht, weil sie nicht in meiner Gruppe ist. Hä? Doch. Nee, ich kann das nicht auswählen, göttliche Führung. Aber hättest du das da normalerweise? Ich weiß gar nicht, wie ich das war. Bei Schlossknacken weiß ich das nicht. Du müsstest plus 7 haben jetzt. Na, ich habe durch meine Geschicklichkeit, durch meine Fingerfertigkeit. Ja, aber steht unten drunter. Plus 7. Okay, ja, das ist das. Okay. Aber mehr geht nicht. Ja, nee, ich habe ja hier steht das ja aufgelistet, durch was ich das habe. Und da steht ja, nicht göttliche. Aber plus 7 mehr kriegst du nicht. Der Schloss braucht eh nur 5.
Ach, da dann. Erfolg! Ich bastel das mal immer so ein bisschen um hier für mich. Wo ist Noxy? Loote. Loote es. Ich soll looten? Ich hab's nicht aufgemacht. Jetzt hab ich's aufgemacht. Ach, das ist ein Helm. Oh, ein Helm. Hast du den Helm? Ich kann mit dem Helm nichts anfangen. Ich bin ungeübt. Wenn dein Schattenherz. Ja, du bist ungeübt in leichteres. Ne, dann nehm ich den. Ja, nimm. Tatsächlich bin ich eher auf magische Rüstung. Ich nehme es Gold. Ich bin eher auf magische Rüstung. Also alles, was durch Zauber kommt. Genau, ich habe ganz normale Kleidung, ja. Aber Kleidung hat keinen Rüstungswert. Wir können mal kurz reinschauen. Ich habe hier ganz normale. Achso, Zauberer. Achso, Zauberer. Ich dachte, ich habe nur so ein Hemd. Also hier so ein gemütliches Dings. Okay, ja. Ich habe Kleidung. Genau, also. Inissa könnte das theoretisch auch tragen. Ja, aber ich könnte es auch tragen. Ja, wie du möchtest. Theoretisch Heixen, weil der weniger Leben hat. Aber ich weiß auch nicht, wer von euch jetzt... Theoretisch eigentlich ich, weil ich näher dran stehe, ne? Und du hast höhere Rüstungsklasse. Wie du möchtest, es mach. Ich habe eine Rüstung mehr. Warum auch immer ich nur eine Rüstung mehr habe. Ja, warum habe ich nur eine Rüstungsklasse mehr als er? Vielleicht hat er Standard, er hat drei er hat von geschickt. Drei aus geschicklich, ja, moin. Er läuft bei ihm. Ja. So, wir gehen mal hier lang. Wir können nämlich springen. Z funktioniert irgendwie nicht, ich spring mal hier runter. Schreit jemand an. Komm, wir gehen mal. Ich kann voll weit springen, weil ich so mächtig bin. Komm, wir gehen mal ein bisschen spazieren. Oh, ich kann nicht. Ich hab nichts gemerkt. Alle fehlgeschlagen? Das ja, ist das ja. Passiert mir. Das passiert mir Dingeplayer auch immer. Alle failen. Ja. Das heißt, das jetzt? Kriegen wir jetzt nicht weg? Nö. Das ist ja blöd. Ich hatte es im Singleplayer, da ist so ein Schatz auf der Karte markiert. Aber alle haben Wahrnehmung verkackt, heißt, ich kann ihn nicht finden. Whatever it takes. Aber er ist jetzt für immer auf der Karte markiert und ich werde ihn niemals bekommen. Okay, theoretisch können wir mit anderen Charakteren, die wir noch finden, hier nochmal hingehen. Die kriegen nämlich einen neuen Wurf. Richtig? Vielleicht auch, wenn wir eine lange Rast machen, dass wir dann nochmal machen. Vielleicht, das weiß ich auch nicht. Beziehungsweise, wenn wir einen Zauber hätten, der aufs Umfeld agiert, also wie zur Bersten zum Beispiel, dann, glaube ich, könnten wir den Stein trotzdem bewegen. Das ist ja super unglücklich. Bin ich nicht sogar auf Natur? Dann gehen wir mal hier. Hallo, Moment, Moment, da fehlt einer. Ja, der kommt. Nee, irgendwie nicht wirklich, ne? Was hast du ihm denn angetan jetzt? Ich weiß es nicht. Da ist er doch. Ja, bin jetzt hoch, Manuel. So, hier ist nix. Da vorne steht jemand. So, den kennen wir auch schon, den guten. Der schreit mich schon an. Der schreit, der kreischt mich schon ins Ohr. I've got one of those. Brain things cornered. There, in the grass. You can kill it, can't you? Like you killed the others? Kein Problem, das machen wir. Mal gucken, ob ich jetzt auch wieder Wahrnehmung hab. Nein, natürlich nicht. Sound. Not if you want to keep that darling neck of yours. And you, keep your distance. No need for this to get messy. I need her alive. Stow that blade, or I'll show you just how messy things can get. Promises, promises. But I have other business, I'm afraid. Now, I saw you on the ship, didn't I? Not. So, Freunde Sonne, was ich ein bisschen doof finde, ist, wir können jetzt mit einem Nahkampfangriff theoretisch gehen, der würde auf. Der würde würfeln auf Stärke. Was ich aber nicht sehe, ist, wie viel ich brauche,
um zu gewinnen. Also wenn ich das jetzt andrücke, dann kann da plötzlich stehen, ich benötige 15, aber es könnte auch stehen, da stehen 20, ich muss eine 20 würfeln. Es könnte aber auch theoretisch stehen, da ich muss eine 40 würfeln. Oder eine 1. Das finde ich ein bisschen schade, dass ich vorher nicht weiß, wo ist mein Ziel. So, ich könnte jetzt nicken, ich könnte den Kopf schütteln, aber wir könnten auch die Community fragen. Dann gibt es da eine Abstimmung. Ich weiß auch nicht, was da passiert. Ja, weiß. Alle sagen ja. Machen wir. Splendid. Weil auf Stärke würfeln macht keinen Sinn. Exactly what you and those tentacle freaks did to me. Ihr irrt euch. Mich haben sie ebenso gefangen wie euch. Wovon in der... Lass mich los, dann sage ich... Ah, ich glaube, wenn ich ihm sage, dass wir auch gefangen waren, dann... Ah, dann wird er sagen, ja, du kannst mir alles erzählen, sicherlich. Ich mach's trotzdem. Ah, jetzt kriegen wir hier Verwurmerung. You're looking out of unfamiliar eyes, prowling dark, busy streets. You try to hold the memory, but it fades to the worm. The light, the fear. Und nur der Wurm bleibt. What was that? What's going on? So, jetzt könnten wir wieder auf Stärke würfeln. Wir könnten auf Geschicklichkeit würfeln, dann kriege ich plus 1. Oder wir könnten auf Nahkampfangriff gehen, aber Zauber. Da kriege ich tatsächlich plus 5. Ich würde einen Zaubertrick flüstern, um ihm die Hand zu verbrennen. Sehr gerne. Wir müssen eine 14 würfeln und ich kriege auch keinen Dings. Ich kriege aber plus 3 von K. Aber ist das nicht... Das ist doch ein Charisma-Wurf. Warum kriege ich hier den Dings von der alten nicht? Ich weiß es nicht. Ich versuche mal eine 14 zu würfeln. Dankeschön. Da gibt es noch ein bisschen was drauf. Ich breche das mal ab. Wie das zusammenrechnet, das kriegen wir. Haben wir uns losgerissen. I saw into your mind. They took you. Just the same as me. And to think, I was ready to decorate the ground with your innards. Apologies. Ja, ich würde sagen, wie schön, dass wir nun freundliche Sonnen sind, oder? Ich würde sagen, ich hätte das gleich gemacht, aber ich bin auch ein verrückter Krieger. Okay. Schattenherz ist einverstanden. My name's Astarion. I was in Baldur's Gate when those beasts snatched me. Jetzt kann ich mal ganz kurz in den Charakter reinschauen, glaube ich. Kann ich in den Charakter reinschauen? Weil hier steht Balduir. Ich glaube, ich mache mal Charakterauswahl, dann kann ich jemand anders wählen und dann kann ich... nicht das nehmen. Sondern jetzt kann ich in meinen Charakter reinschauen, glaube ich. Kann ich nicht... Doch, kann ich. Moment, ich weiß wie. Und zwar machen wir jetzt diese Auswahl. Dann können wir nämlich den Charakterbogen sehen. Und dann kann ich nämlich auch gucken. Und ich bin tatsächlich kein Balduir. Balduria. Richtig? Und Balduria nicht, wo du aufgewachsen bist. Ja, aber wäre das dann hier nicht drin als Stat? Weil ich glaube, die anderen, die das haben, haben das. Das ist ein Geschichte-Stat, weil du weißt es. Ja, aber das steht hier, glaube ich, auch mit drin. Ja, du hast es, weil du Geschichte kannst. Also du könntest jetzt, weil du so gut in Geschichte bist, vorgeben, dass du das bist wahrscheinlich. Ja, aber es gibt, also wenn man das ist, dann steht das hier auch mit drin, glaube ich. Keine Ahnung, ich kann das immer auswählen, ob ich das bin. Ich kann das immer sagen, so, ja, ich tue so, ich tue immer so. So, wir erzählen ihm mal die Geschichte. You've been busy. So, did you learn anything about these worms while wandering the ship? Wir hatten das erste. Ja, leider, sie machen uns zu den Gedanken schindern. Turn us into... Was hat denn er da am Hals? Of course it'll turn me into a monster. What else did I expect? Although, it hasn't happened yet. If
we can find an expert, someone that can control these things, there might still be time. Kontrollieren? Loswerden müssen wir sie. Ihr solltet mit mir reisen. Gemeinsam haben wir bessere Chancen. Auf jeden Fall. Ich muss los, aber ihr könnt euch in meinem Lager ausruhen. Das können wir nehmen, weil unsere Gruppe ist schon voll. Das machen wir, ne? Wir nehmen mit. But maybe sticking with the herd absolut. Isn't a bad idea. Safety in numbers, after all. And I hate to turn down an invitation. All right. Maybe I'll see you there. Good luck. Good luck. Ich glaube, beim letzten Mal hast du das mit dem Balduria genommen. Ich glaube auch. Dann können wir euch jetzt mal kurz das Lager zeigen. Und zwar gehen wir mal ins Lager. Und ich weiß gar nicht, ob wir jetzt beide gleichzeitig ins Lager gehen. Nee. Du bist jetzt nicht im Lager, ne? Ja. Komm mal auch ins Lager. Ah, da ist er. So, jetzt gucken wir mal, ob wir mit Nisa sprechen können. Nee, ich kann mit euch beiden, glaube ich, nicht sprechen. Kannst du mit Nisa sprechen? Moment, bei mir ist doch alles schwarz so. Nö. Genau. Wir haben jetzt nämlich das Problem, wenn wir im Koop spielen, wir würden, selbst wenn wir wollten, Inisa nicht aus unserer Gruppe rauskriegen. Ja, wenn ihr einmal mit jemandem den Koop angefangen habt, dann sollte der Charakter so gut sein, dass ihr sagt, okay, ihr wollt den nicht aus eurer Gruppe raushaben, weil ihr habt jetzt keine Möglichkeit mehr, wenn ihr im Koop spielt. Und welche Truhe gehört jetzt mir? Schickt doch mal was ins Dings. Hör mal, Reisetruhe. Theoretisch müssten die... Ach so, guck mal, ich habe die Maske des Gescheitwanders. Hast du die auch? Aber ich sag jetzt an Lager senden. Diese Truhe kann... Ich kann in die grüne nicht reingucken. Die grüne ist meine. Okay. Ja, das ist auch alles drin. Hast du auch die Maske des Gestaltwanders? Ja, habe ich. Das haben wir durch irgendwas bekommen, ne? Das ist durch diese Premium... Genau. So, das können wir mal alles aufmachen hier. Ich nehme das mit, das will ich haben. Ich nehme diese ganzen Tränke und das ganze Essen mit. Das kann nämlich alles in mein Ding. Was sind das? Das finde ich gut. Ist das das Cape? Umhang des Roten Prinzen? Genau, das ist das. Oh, das will ich auch haben. Wie sieht denn das bei mir aus? Ja, das finde ich ein bisschen unpraktisch. Warte, wir machen nochmal Inventar. Achso, dann müssen wir die Karte ein bisschen drehen, damit wir das hier aufkriegen. Zack, dann machen wir hier öffnen. Ich finde, das passt so voll, weil ich bin der Krieger. Ja, guck mal, da können wir hier so ein bisschen im Team... Ja, aber die sieht halt komisch aus mit dem Schweif. Ja. Das sieht halt... Und ich nehme auf jeden Fall die Mütze mit. Weil die... Obwohl, eigentlich brauche ich es nicht. Weil die macht Gestaltwandeln und Gestaltwandeln ist eigentlich... Ich habe noch nicht so ganz rausgefunden, was uns das bringt. Ich habe die im Singleplayer auch einfach liegen lassen. Echt? Ich hab die auf, aber ja, eigentlich hat sie mir nichts gebracht. Wir lassen die mal da. Das sieht blöd aus, ne? Ich habe im Singleplayer habe ich so eine Krone auf oder so, die halt irgendwas macht. Ja, wie gesagt, also die macht nur Gestaltwandeln und mit Gestaltwandeln, ich kann es euch mal kurz zeigen, gibt es die Möglichkeit, sich hier in all mögliche Formen zu verwandeln. Also wir können jetzt hier ein starker Drow werden, beispielsweise. Zack. Dann sind wir das. Das verändert halt deine Werte nicht, also ist, glaube ich, versinnt. Oh, du blitzt so richtig. Genau, das ändert an unseren Werten nichts, das ist nur... Oh, doch, ich habe jetzt plötzlich Feuerresistenz. Ah, ich krieg die Stats von der Klasse? Von dem Volk? Oder was? Dunkelsicht? Hatte ich vielleicht auch vorher schon? Wir gucken mal. Alles vorher schon. Wie mache ich denn das wieder weg? Hör auf! Okay, ich weiß nicht, wie ich das wieder wegmache. Könnte jetzt was anderes werden. Ich werde jetzt ein Drachenwesen. Jetzt bin ich hier so ein Echsenmann und hab da... Das sieht man vielleicht besser, wenn du den Helm ausblendest. Ah ja, können wir... Jetzt bin ich so ein Drachenboy. Dem steht die Robe voll. Ja, ne? Der sieht echt gut aus da drin. Dem steht... richtig. Ich weiß bloß nicht, wie ich mich jetzt zurückverwandle. Das ist rechts aufheben. Ach, hier. Nee, hier. Wo ist aufheben? Kann ich aufheben? Da musst du das Menü von der Maske reingehen. So, wie hast du uns eigentlich nach oben gezogen? Dein Menü? Hier sind so Pfeile dran. So macht's.
Rechtsklick auf mich? Nee, wie mache ich denn das? Kann nicht aufheben. Ja, da musst du in das Menü von dem Helm reingehen. Verkleidung, da ist es. Hier bei dem. Da gibt es dann so ein extra Menü hier noch neben den Inventarplätzen. Und eine Sache, wenn ihr das hier macht, wenn ihr jetzt euer Menü hier rüber zieht und aus dem. Achso, hier funktioniert es nicht, weil der noch nicht weg ist. Wenn ihr den jetzt hier rauszieht. Ach, okay, hier ist es gut. Hier kann man es nämlich nicht rüberziehen. Aber wenn dieses Menü nicht da ist, dann könnt ihr diesen Balken hier drüber hinausziehen. Und wenn ihr das gemacht habt, dann ist ganz blöd, weil ihr kommt an den Balken nicht mehr dran. Ja, macht das nicht. Ihr könnt den Balken nicht wieder reinziehen, weil ihr habt ja, seht ihr ihn da nicht mehr, der ist ausgeblendet und ihr könnt ihn nicht mehr greifen. Das ist ganz schlimm. Macht das nicht. Wirklich, ich hab das, ach so hatte ich's. So, also wir könnten den Helm jetzt mitnehmen, aber der bringt uns nichts, deswegen lassen wir den jetzt in der blöden Truhe, da müssen wir nicht mitschleppen. Ah, das finde ich auch ganz schlimm, wie das hier gemacht ist. Wo ist der Helm? Weg damit. Okay. Einen Trankbeutel können wir noch irgendwo organisieren. Ich habe einen Trankbeutel. Also ich habe meine befremdliche Tasche benutzt als Trankbeutel. Ja, ich habe ganz viele Elixiere, falls du da irgendwas... Ich würde unterscheiden zwischen kann getrunken werden und kann geworfen werden. Die Wurfsachen würde ich hier Schattenherz geben und die zum Trinken kannst du dir in den Rucksack packen. Erhöhe deine Stärke auf 21. Verstehe Tiere. Das ist Trank des Fliegens. So, was ich gerne machen würde, ist hier Schattenherz einmal ansprechen. Astarion's an interesting find. Let's hope any future acquaintances don't hold a blade to your throat by way of introduction. Wir können jetzt ganz lange mit ihr reden, aber ich möchte mal erstmal sagen, hier trennen sich unsere Wege, damit sie im Lager bleibt. Fine. Und ich würde mal gerne dir unseren Kumpel mitnehmen. Und komischerweise erhalte ich jetzt das mysteriöse Artefakt, wenn ich sie hier lasse. Was ein bisschen komisch ist, also ich habe jetzt ihr komisches Artefakt und es bleibt auch immer im Inventar. Selbst wenn wir sie wieder mitnehmen, dann kann ich ihr das nicht wieder reinschieben, nein. Ja, weil es halt ein Quest-Gegenstand ist, ne? Genau. Das ist, hat diesen orangenen Rahmen, also ist ein Quest-Gegenstand. So, jetzt fragen wir ihn mal, ob er mitkommt und dann gehen wir mal... Oh, er hat nämlich auch ein Level-Up, das machen wir mal. Er ist aber auch Schurke, da gibt es also nichts allzu viel zu tun. Stufenaufstieg. Genau, das kriegt er. Annehmen. Dann können wir hier auch sein Menü mal anpassen. Das ist... Huch. Nahkampf, Fernkampf, Fernkampf, Magie. Nahkampf. Was sind hier noch Ausweichdinger? So. Und dann würde ich gerne mal wieder aus dem Lager rausgehen und nochmal mit ihm zu dem Stein gehen. Boah, bei ihm ist alles voll Blut. Wenn du wieder da bist. Hier jetzt Lager verlassen. Oh, hier ist das Schwein. Kann ich das jetzt besiegen? Kann ich das Schwein töten? Hast du das Schwein getötet? Kannst du mit Tieren sprechen? Nein. Ich habe aber zu ihm... Das habe ich gemacht in der Story. Ich habe ihm zu ihm gesagt, ja, kümmere dich doch selber um dein Problem. Quick. Und hat er das dann gemacht? Oh, mit Tieren umgehen? Ich beruhige das mal, oder? Also willst du jetzt wissen, was passiert ist? Oder darf ich dir das sagen? Nee, wir wollen hier nicht spoilern. Die Leute sollen das noch selber rausfinden. Ich habe dann das andere gesagt. Du hast ja gesagt, ja, wir greifen das an, wir gucken. Und ich habe halt im Stereo dann gesagt, das ist nicht mein Problem. Ja. Habe ich mitbekommen. Du willst dich einfach kochen. So, ich könnte jetzt, keine Angst, ich tue dir nichts sagen oder versuchen, das Wildschwein schweigend näher zu locken. Das mache ich mal. In der Hoffnung, dass es mir in die Hand beißt. Let's kochen. The boar shuffles its trotters, unsure. Then it dashes away into the wilderness. Kochen. Okay, jetzt ist es weggedasht. Let's kochen können. Light on my feet. Ja, komm mal mit. Ich brauche einen starken Mann. Da unten bist du, ne? Stärke, oh, das kann ich. Das ist genau mein Spezialgebiet. Ja, mal gucken. Erstmal schauen, dass wir einen guten Wurf haben hier auf einen blöden Stein jetzt. Naturerfolg. Ja, okay. Dann räume doch mal den Stein beiseite. Man kann nämlich Gegenstände bewegen, indem man die klickt und dann irgendwo hinlegt. Aber dafür braucht man Stärke. Dafür braucht man Stärke. So, da ist drin.
Karte des Hafners, Rubine, Gold, Trank der Geschwindigkeit und eine Notiz. Ein Notizbuch. Da gucken wir mal rein, lesen. Zerfledderte Sammlung von Berichten, okay. Und Karte des Hafners. Abgegriffene Karte ist durch zahllose Hände gewandert. Beute versteckt. Ja? Jetzt haben wir hier auf der Karte, theoretisch, da. Versteckter Vorrat gefunden. Beziehungsweise markiert. Das ist gut, weil wir da jetzt mehr Loot bekommen. Was ist denn hier? Warum ist denn hier überall Blut? Ich bin runtergefahren. Wirklich? Ich bin zu weit gesprungen, zu tief und hab einen Fallschaden bekommen. Wahnsinn. So, und dann würde ich nochmal ins Lager gehen und den guten Mann hier wieder austauschen, oder? Ja. Hat er irgendwas Krasses dabei? Der hat Tränke dabei, die hätte ich gern. Der hat hier Flaschen, Ölflaschen, die kriegt Heixen und das Liebesteil. Moment, wir können aus seinem Reiserucksack das Vorratspaket klauen. Das schiebe ich mal bei Nox hier rein, hier. Dann können wir es aufrücken. Ja, Bogen, Messer haben wir eigentlich alles. Soweit seine Rüstung dafür ausnahmsweise auch behalten. So, Steine machen wir in meinen Beutel rein. Und dann haben wir's. Dann gehe ich wieder ins Lager. Ist ein bisschen, ich finde es ein bisschen doof, dass auch wenn man im Lager ist und man jetzt 10 Charaktere hätte, dass man hier jetzt nicht alle sehen kann und alle miteinander ausrüstet und hier vielleicht die anderen Charaktere auch noch wären und die ersten 4 hat man in der Gruppe. Hätte ich persönlich besser gefunden, weil um jetzt jemanden zu leveln, muss ich jedes Mal mit dem sprechen und dem sagen, hey, verlasse die Gruppe, komm wieder in meine Gruppe, gerade im Singleplayer, wenn man dann 3 Leute in der Gruppe hat, dann und 3 hier noch rumstehen und wir hatten ein Level ab, dann kriegen die anderen das ja auch, ja. Da muss man halt alle erst aus seiner Gruppe rausmachen und alle wieder in ihre Gruppe rein. Das ist ein bisschen doof. Ist was? Ja, komm mit. So, haben wir das? So, es ist ganz schön blutig bei ihm, hast du gesagt. Ja. Er hat hier so ein Kelch, ein Glas. Das nehme ich auch mit, das ist mein Glas jetzt. Er hat so ein blutiges Glas da. So, dann nehmen wir eine leere Blut. Auf seinem Teppich sind auch überall. Ja, sein Kelch nehme ich auch mit, alles meines. Habe ich jetzt noch mitgenommen. Okay, aber ich mach seine Kerzen aus. Ansonsten gab es hier, glaube ich, nichts, ne? Wir können uns zusammen auf den Baumstamm setzen. Ich weiß gar nicht, ob das zusammengeht. Theoretisch schon. Ach da, dachte der Baustein. Jetzt schubst ich dich weg da, bestimmt. Ne, hier können mehrere Leute drauf sitzen. Na dann kommt hier Esmeralda auch noch. Ja. Das ist ja harmonisch, oder? Aber wenn man Charakter wechselt, dann laufen die automatisch wieder zurück. So, dann gehen wir raus aus dem Lager und gucken uns noch eine Runde um hier. Weiter in gleiche Richtung, ne? Weißt du, ist das Singleplayer auch so ergangen? Ich habe das Problem, es auszusehen, auf die Charaktere drück. Ja, das passiert mir auch ständig. So, und da haben wir hier jemanden liegen, der ist Gedankenschinder. You approach the dying monster. This is the thing that abducted you. You could end its life here and now, if only you didn't feel compassion. Compassion. Das dürft ihr entscheiden. Das ist falsch, zurücktreten oder nein, du solltest wütend sein oder nicht. Ich bin wütend. Yes, you feel hate and you deserve to be punished for it. You should be whipped, made to bow before this creature in shame. It's possessing your mind, forcing you to love it, but then the feeling slips. The creature's mind seems to focus elsewhere. Intelligenz ist leider nicht mein Hauptattribut. Ich habe Charisma.
Wir können es aber theoretisch trotzdem probieren, weil... Ah, jetzt gibt es den Bonus endlich hier von Esmeralda. Und probieren wir. 4. Das hat leider nicht geklappt. Schade. You try to break through, but its mind is impenetrable. With a last surge of defiance, it slaps your efforts away. The monster lies exhausted, defeated. Its eyes, wet orange pearls, radiate malice. Ich denke, wir machen dem ein Ende, ne? Wir haben uns... Gibt Erfahrung, deswegen nehmen wir es mit. Was hat er? Ah, Schmeißzeug, nimm ruhig mit. Bei mir hat der gar nichts. Er hat gar nichts? Bei mir hat er Sachen. Nimm mal die Sachen mit. Ich wollte seinen Dialog, hatte bei mir nichts. Aber ist ja auch komisch. Ich habe tatsächlich gar keinen Eisstrahl, ne? Knochenkälte? Warte mal. Kann ich Knochenkälte wirken? Nee. Kann ich nur auf ein direktes Ziel. Ja, du musst aber Flamme ausmachen. Ich hab gar nichts. Ich kann nur anzünden. Da ist auch noch ein toter Gedankenschinder. Guck den doch mal an. Und dann sind wir hier wieder in der Halle, wo wir mit den Augen, mit den Gehirnen gekämpft haben. Mit der Geschwindigkeit. Oh. Wollen wir hier hoch? Ich hab keine Ahnung, wo wir lang wollen. Ja, komm mal mit. Wir gehen mal hier gucken. Oh, was ist das? Ein Portal. Es sieht ziemlich magisch aus. Das göttliche Führung nicht geschafft. Soll ich es anfingen? Ah, jetzt verstehe ich, du hast göttliche Führung verloren, ja. Göttliche Führung verloren? Ja, weil es läuft ja ab irgendwann. Ach so. Ich fing das mal an. Finger mal rein. Approach the sigil on the stone. Magic glitters and swirls from it erratically, as if malfunctioning. It looks slightly dangerous. Ich kann es anfassen oder weggehen. Jetzt sind wir schon hier, jetzt fassen wir es an. Anfinger. Ich bin magisch. Touchy touchy. Ich finde so unsere Frau echt hübsch. Die ist, gefällt mir. Da kommt eine Hand raus. Anyone? Anyone? Zauber und Charisma. Das wäre, dich mit der Magie des Siegels verbinden und sie dann bitten, sich zu beruhigen. Das klingt doch gut, oder? Das wäre das, worauf ich würfel. Ja. Wer seid ihr? Wir können mit dem Loch sprechen. Also ich hätte die Hand jetzt prinzipiell geschlagen. Ja. So kennen wir dich. 14, das hat gereicht, da sind wir bei 21. Whatever you're doing is working wonders. Now a quick little pull should do the trick. Da ist ein Mann drin. Der Portalmundmann. Der Portalmundmann. Hello. I'm Gale of Waterdeep. Apologies. Usually better at this. Okay. Ja, das ist die typische Kriegerantwort. A bit shocked, but friend, it's a relief and a pleasure to make your acquaintance. Say, but I know you, don't I? In a manner of speaking. You were on the Norse Lloyd as well. Ja, die Waffen ziehen. Ja, was sagst du? Ja, ist doch egal, wie ist denn den Stein gegangen? I don't know what transpired exactly, but the ship broke into pieces and I suddenly found myself in freefall. As I was plummeting to certain death, I spied a glimmer quite near where I estimated my body to impact with less than savory propulsion. Recognizing this glimmer to be magical in nature, I reached out to it with a weaving of words and found myself on the other side, as it were. How about you?
How did you survive the fall? Ja, komischerweise wurden wir. Hallo? Nein, wir haben das Schiff gelandet. Den Tag gerettet. Was? Habe ich Täuschung als Attribut? Bin ich ein guter Täuscher? Ja, wir müssen ja nicht täuschen. That vast burning wreckage behind you somewhat contradicts your story, but here you stand. So who am I to argue? Still, swashbuckling heroics aside, I have the unfortunate suspicion your survival is still very much in jeopardy. Back on the ship, you too were on the receiving end of a rather unwelcome insertion in the ocular region. Were you not? Also, wenn man es genau nimmt, habe ich es gelandet. Weil ich habe an dieser komischen Strippe gezogen und dann ist es abgestürzt. Es war keine. Du hast gelandet und den Tag gerettet, ja. Ja, es war keine gute Landung, aber wir sind auf dem Boden angekommen, ja, und ich lebe. Guck mal, die Gedankenschinder sind alle tot, also haben wir den Tag gerettet. Genau. Und es war eine Bruchlandung. Landung ist Landung. Dunkelblond ist auch blond. Ich kenne das selber nicht, widerwärtiger Beschreibung. Ja, fahrt vor. Are you aware that after a period of excruciating gestation, it will turn us into mind flayers? Ja, ich hab's befürchtet. It's a process known as seramorphosis, and let me assure you, it is to be avoided. You don't happen to be a cleric by any chance, do you? A doctor? Surgeon? Uncannily adroit with a knitting needle? Sicher nicht. You seem to know enough about our condition to realize it's beyond most clerics' skills. Most? No doubt, but I find myself hoping to be in the presence of the few. You don't happen to be one of them. Ich besitze viele Gaben, aber Larvenextraktion gehört nicht dazu. Ich kann uns nicht von unserem Parasiten befreien. Das wäre die Zaubererantwort, die nehme ich auch. As we've established, few enough can. It's not exactly a common affliction. We're most certainly going to need a healer, and soon too. How about we lend each other a helping hand once more and look for a healer together? Klingt gut. Oh, I see you're traveling with plenty of company already. Perhaps I can join you later instead. I'll make my way to your camp and embark upon a succulent slow cook to be consumed upon your return. Klingt hervorragend. So, weiter in die Richtung. Mal ein bisschen die Karte noch komplettieren. Moment, wenn du gehst, deckt sich. Ah, die deckt sich dann auch auf. Okay, das ist gut zu wissen. Ach, das deckt sich bei dir. Deckt sich das auch. Ja. Ja, ja. Wollen wir. Guck mal, er ist hier lang gelaufen. Wollen wir mal hier hochgehen? Moment, halt schon. Oh, was? Oh, hier ist eine zerrissene Netzfalle. Kann da was looten? Nee, verwenden. Oh, hier ist diese Lazelle, glaube ich, hieß die. Gefangen in einem Korb. Ja, das scheint mir so. Geh doch da mal hin. So, sollen wir die jetzt töten? Wie sollen wir die jetzt töten? Geh mal da hin, vielleicht. Soll ich jetzt hingehen und die abstechen? Nee, du sollst dann hingehen. Er soll jetzt mit dem Manda reden. Ja, sprich mal mit dem Manda. Sprich mal mit dem Mandarin. Wer geh ich da jetzt hin, wenn du das willst? Hallo? Zoru was right. Yellow is a toad. The thing's dangerous. Leave it for the goblins to kill. And if it escapes, how will you? Oh, a guest. Your skull pounds in response to the prisoner's white hot stare. Her lips don't move, yet you hear her voice. Get rid of them. So, du hast jetzt verschiedene Optionen? Ja, also jetzt, genau, ich bin aber allerdings, ich kriege auf beides einen Minus 1 bei Täuschen und Überzeugen. Und du bist auch. Achso, du bist mit dem Krieger hin, ne? Ja, komischerweise finde ich das komisch. Also, Lazelle sagt zu uns, werdet sie los. Und dann könnten wir jetzt täuschen sagen, diese Kreatur ist gefährlich. Also, welche Kreatur? Es sind ja zwei. Müsste es da nicht Plural sein? Nein. Pass auf. Das ist ja, was sie geschrieben hat, ist diese andere Schrift, ne?
Dass da steht, Lazelle werdet sie los, ist diese geschnürkt, diese genau. weichere Schrift. Das heißt, die zwei weichen Sachen würden wir zu ihr sagen. Genau, aber warum sagen wir zu ihr, diese Kreatur ist gefährlich, anstatt diese Kreatur rennen? Das ist ja wieder diese unterschiedliche Schrift. Das heißt, wir sagen, das ist Täuschung, das sagen wir zu den beiden Teufeln. Ach so, meinst du? Ja, bei 3 und 4 würde ich das ist ja so. Das ja, aber eigentlich sprechen wir ja gerade mit ihr. Ihr könnt jetzt ihr antworten oder mit denen reden, glaube ich. Ich würde das machen. Achso, sehe ich deine. Ja. Ja, du siehst meine Stats. Warum sollte ich euch helfen? Keine Sorge, ich lasse sie verschwinden. Die einmal. Ja, vielleicht das. Das wäre so typisch du. Your words flow to her, though you never speak them aloud. I know what grows inside you. And I know of a cure. Ja, und jetzt können wir mit denen reden. Ja, ja, schießt sie runter. Sie töten uns. Nein, dann reden. Ja. Ich glaube, da ist Noxie nicht einer Meinung. Du entscheidest das. Deine Gesprächsoption. Ja, ich habe auf beides -1, also. Jetzt können wir gleich nochmal gucken, ob du Bonus kriegst. Sollen wir sie töten? Tja, wir suchen das mal und ich glaube immer noch, dass ich das schaffe. Nee, kriege ich nicht. Naja, das ist ja komisch. Ja, Glück gehabt. Aber eigentlich müsste das. Also wenn wir die Option haben, müsste das eigentlich gehen. Glück gehabt. He's right. Let's go. We need to check out that blast. Oh ja, was für eine Explosion? Shook our camp good, so we came for a look. Versuchen wir es. Charisma -1, aber es ist auch nur 5. Na, Glück gehabt. Immer ganz knapp, ne? Northwest. Look for Nettie. Whatever your wound, she can mend it. And be careful. There are goblin traps everywhere. Nymessa. Nymessa. Wir hätten sie auch töten können. Das wäre Erfahrung und Blut. Ja, aber ich glaube... Die haben doch jetzt von... Nee, die soll bitte sagen. Das dachte ich mir schon fast. Ja. Never. Sag schon bitte, warum habe ich das gesagt? Wo gehen die jetzt hin? Bei dir steht immer dein Name. Warte mal. Guck mal, wo die hingehen. Wo gehen die hin jetzt? As you say. Sollen wir stalken? Die spawnen die jetzt oder was? Warum gehen die in unterschiedliche Richtungen? Ah ja, die spawnen. Okay. Soll ich die rausholen? Ja. The tadpole hasn't yet scrambled all your senses. Auspicious. But the longer we wait, the more... My people possess the cure for this infection. I must find a creche. You will join me. Hallo, danke, ja. You may as well suggest a wyvern bow to worms. The cure I offer will suffice as thanks. Weil da dein Name steht, damit es immersiver ist. Ja, was ist denn deine Krippe? Gibt's da was zu essen? Ist das wie so eine Futterkrippe im Wald oder was? Eine Futterkrippe im Wald. It is many things. Ja. A hatchery, a training grounds, a shelter. Githyanki protocol is clear. When infected with a Geth tadpole, we must report to Augustil for purification. Auf jeden Fall. You are full up. Dismiss your weakest warrior. Umso mehr, desto besser. Very well. Ja, geh mal ins Lager. But heed my words. Oh, es hat Schatten, hat's nicht gefallen. Camp, one there, this Zoru, has seen Githyanki. A creche must be near. I must interrogate this Zoru. Our very lives depend on it. I will be at your camp. Do not keep me waiting.
Nett. Okay, dann lass uns mal kurz hier nach vorne gehen. Und nochmal ins Lager. Achso, wir sind ins Lager gehen. Ich hätte gesagt, wir können hier noch ums Eck einmal rum. Ja, ja. Lass uns mal kurz... Später, ja. Ja, genau, weil die Folge ist gleich vorbei. Ich würde sie jetzt noch aufleveln, gerne. So, jetzt müssen wir wieder zu Schattenherz gehen. Müssen dir erst sagen, dass die aus der... So, unsere Wege trennen sich. Ja, ja, wir sehen uns bestimmt. Quatsch mal nicht voll. Los, Hedet. Ruf zu der komischen Echsenfrau hier. Chatter already, Tusky. Schon wieder Geschwätz? Und dann zischt die mich so an. Komm in meine Gruppe. So, dann kriegt die auch noch ein Level ab. Zack. Stufenaufstieg. Aktion, die hat Tatendrang, das heißt, sie kann eine zusätzliche Aktion. Hast du auch? Ja, ich bin ja auch Krieger. Die kann eine zusätzliche Aktion setzen, ja? Ich weiß gar nicht, ob sie das. Nee, das kostet sie eine Bonusaktion, glaube ich, oder? Oder eine Fähigkeit? Nee. Nee, das kostet einfach, du darfst dann zwei Aktionen machen, einmal. Wir gucken mal. Aber das ist nur einmal pro kurze Rast. Und sie kann, also sie hat astrales Wissen, sie kann also den Attributswert eines Verbündeten oder von sich selber hochstecken. Bist in allen Fertigkeiten eines gewählten Attributs geübt, genau. Also generell, wir machen das mal so, wir machen das so. Sie kann auch sich selber heilen, das ist sehr gut. Zack, das ist Nahkampf, das ist Fernkampf, das ist... Nahkampf, das ist auch Nahkampf, das ist Ansturm. Das ist aber auch durch die Nahkampfwaffe. Wir machen es so. So, dann gucken wir mal kurz, was sie hat. Ja, theoretisch. Du hast auch schwere Rüstung, oder? Kann sie denn mit deiner Rüstung was anfangen? Weil sonst wäre blöd. Das ist beides mittlere Rüstung. Na, dann gib mal her. Dann tauschen wir das, weil wenn wir sie nicht mitnehmen, dann kannst du auch die bessere Rüstung haben. Ja, dann nehmen wir hier... Also muss nicht, wir müssen jetzt nicht die Rüstung klauen. Ist ja egal. Oder? Sieht voll episch aus. So, was ist denn hier mit einer Armbrust? Hast du Interesse an einer Armbrust? Ich kann doch die Schuhe noch klauen, dann klaue ich mir... 4 bis 13. Müsstest du mir die Schuhe auch noch geben? Ja. Sind die unterschiedlich? Ja. Ja, die geben... Deren Schuhe, meine Schuhe geben gar nichts und deren Schuhe geben plus 1 auf athletisch. Na dann los. Theoretisch, achso, du hast erst 38, aber theoretisch, wenn du die ganzen Waffen nicht haben willst, ne, die kannst du an dein Lager senden und die können wir später theoretisch holen. So, die Schriftrolle der Wiederbelebung würde ich mir noch holen und die Heiltränke würde ich snacken. Und ich würde dir ja den Rest auch noch überhelfen, damit wir das verkaufen können. Später. Dann gucken wir noch in ihr. Genau das da, zack, weg damit. Also, ich kann dir auch noch ganz viel aus meiner Tasche geben, ne? Ja, alles her damit. Alles her damit. Boxe trägt das ganze Essen. Dann haben wir es nämlich gesammelt. Wie das dann ist mit einer langen Rast, das zeigen wir euch dann in der nächsten Folge. War sehr wahrscheinlich, weil... Es brauchen wir ja noch nicht. Wir müssen noch keine lange Rast machen. Wir haben noch nichts gemacht, so großartig. Du hast deine Edelstein-Tash. Soll ich die Tränke nehmen oder willst du die behalten? Ja, ich hatte gesagt, du kannst die Tränke alles... Ich würde das ordnen nach... Kann geworfen werden. Also es gibt ja Tränke, die man werfen kann. Und es gibt ja, Tränke, die nur zum Konsumieren sind. Dann würde ich das da noch ordern. Wo hast du denn ein leeres Blutbankgefäß? Na, hier von unserem Mann hier, von unserem... Oh, von dem Diebmann. Genau. Von dem Diebmann. So, dann sage ich ihr wieder, dass sie hier bleiben kann. Diskutiere nicht mit dir. Und dann nehmen wir hier Schattenherz wieder mit. Ich bin persönlich nicht so der Fan von Schattenherz. Sie kann heilen. Aber sie kann halt heilen, deswegen nehmen wir sie mit. Ja. Weil sie ist sehr praktisch. Sie kann auch auf Entfernung heilen, also hier auf 18 Meter Entfernung. Was magst du an ihr nicht? Die hat so eine arrogante Art. Ich kann sie einfach nicht leiden. So ein bisschen schnippisch immer. Ja, ich meine, wir sind irgendwelche Fremden mit Würmern im Kopf. Ich kann das nachvollziehen, dass sie da so ein bisschen sagt, okay, ja, muss jetzt nicht sein. Aber... Guck mal, wie episch ich jetzt aussehe, ne? Jetzt voll der krasse Krieger.
Ich finde sie ganz schön schnippisch. Ich hab voll die Beinfreiheit. Ich hab die Beinfreiheit. Ich guck dir das an. Ja, das ist ja toll. Das ist ein bisschen merkwürdig, aber okay, das steht dir. So, Freunde der Sonne, dann war es das erstmal mit dieser Folge. Wir bedanken uns wie immer fürs Zusehen. Kommt gut nach Hause, macht keinen Blödsinn, schreibt uns, grüßt alle, kennt. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Be cute, have fun. Bis dann. Nacht, Nacht, Kuss, Kuss. Liebe, Liebe. Nacht, Nacht, Kuss, Kuss. Liebe, Liebe.